So, oh, guck mal hier, es ist Weihnachten im Traviland. Herzlich willkommen zurück bei Jalopy oder auch dem, wie überlade ich mein Auto möglichst viel Simulator 1990. Packen erstmal den Motor wieder ins Auto. Obwohl. Der ist kaputt, deswegen kriegen wir da nichts für. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch eben den Wagen reparieren. Ja, wir fangen zum Beispiel mit der Tür mal an, glaube ich. Wir haben einen Haufen Kohle gemacht. Ich meine, guckt euch das an. Das haben wir alles verkauft. Wer es nicht gesehen hat, letzte Folge. Oh, ich kann die Sachen nicht mitnehmen. Die Sachen, die rübergebackt sind, verkaufe ich der Frau nochmal. Ihr müsst so viel verkaufen, dass die Sachen hier hinfallen. Alles, was hier liegt, dürft ihr euch nehmen. Du verkauft es nochmal. So, unseren schönen HSK-Motor. Der Chubby Fuel Tank und Carbolite Zündung. Das einzige Teil, was hier noch nicht irgendwie Tuning schreit, ist tatsächlich die Batterie und der Wassertank. Oh, der Wassertank ist leer. Muss eigentlich jetzt mein Schlüssel hin. Egal, ich stecke aber Finger ins Zündschloss. Ich sprang jetzt nicht ganz so geil an, ne? Ja, das sieht gut aus. Gib mir mal den Zapfhorn. Was kommt hier dran? Gut. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal. Ach so, richtig. Erstmal an die Kasse. Hier mal schön Sprit zahlen, Jungs. Mit unserem neu gefundenen Reichtum werden wir. Nein, noch nicht nach Tschechien fahren. Wir fahren jetzt zum Leica-Händler unseres Vertrauens. So, Lieferanteneingang. Hätten wir da vorne eben gebraucht. Ich brauche mein Portemonnaie. So. Ich gehe endlich mal hier rein und fühle mich wie ein Kunde und nicht wie ein Penner. Genau, ich will den Dachgepäckträger haben. Ansonsten können wir jetzt mal gucken. Batterien gibt es eine bessere? Ich brauche keine bessere. Wassertank, ja, benutzen wir eh fast nie. Aber was ich wirklich. Oh, hier gibt es andere Farben. Schwarz, rot, rot, schnell. Metallisch rot. Nein, ich wollte dieses zweifarbige haben, aber okay. Wenn es das hier nicht gibt, dann geben wir uns damit erstmal zufrieden. So, oh, guck mal hier, guck mal hier. Es ist Weihnachten im Traviland. Und das ist nicht oben. Wo ist denn da oben? Doch, da ist doch oben. Ich möchte. Okay. Ein Dachgepäckträger, der was? Zu dem Stopp des Autos passt. 48 weitere Einheiten von Platz und 2 Reifenslots. Wie kriege ich das auf? Oder muss ich das irgendwie. Ah! Ja, mit Leica-Logo, weil original. Dann geht's jetzt erstmal ins Motel und morgen früh. Weiter. Ach nein, erst versuchen wir noch. Der Frau die Zeitung zu verkaufen, dass der Stapel nochmal umfällt. Geben Sie mir alles, was ich verkaufen kann. Aber können wir auch direkt mal die Zeitung lesen. Vielleicht lohnt sich ja irgendwas einzukaufen. Okay, Fleisch. Es wird Fleisch gebraucht in der Tschechischen Republik. Zeitungsjunge ist da. Bin gespannt, ob das klappt. Unser Stapelfall um. Nee. Okay, holen wir uns die 60 Pfennige und dann. Ja, geht's morgen früh weiter. So. Ja, ich gehe mal allein aufs Zimmer. Bleibt immer kurz da unten. Bis gleich. Ah, guten Morgen. So, jetzt haben wir allerdings. Ah, mir ist gerade klar geworden. Beim Morgen pinkeln. Beim Pinkeln hat man die besten Ideen. Bessere Ideen kriegt man nur noch beim Großgeschäft erledigen. Jo, tschüss. Ich habe ganz vergessen.
jetzt Fleischknappheit herrscht, da wo wir hinfahren, dann sollten wir auch ein bisschen Fleisch kaufen, ne? 100 Mark haben wir noch. Wir müssen auch wieder ein bisschen was verdienen, aber wir haben auch unseren Dachgepäckträger gekauft. Also. So, Fleisch, 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 Fleisch. Oh, hier, guck mal, hier haben wir jede Menge. Die Wurst. So, die Wurst ist ausverkauft. Wir kaufen für 25 Mark 50 Wurst. Ich brauche einen Karton. Und wir können die Kiste einfach oben drauf stellen. Das ist ja praktisch. Gut. Dann wird die Wurst gut belüftet. Ist immer doof, wenn die Wurst stickig wird. Ja, ich gucke mal kurz auf die Karte, ob ich überhaupt hier rein will. Tschechoslowakei. Ja, tatsächlich. 420 Kilometer Sonnenschein und tanken. Ja, ne? Dann schönen Tag noch. Wo sind wir in der Tschechoslowakei? Jetzt kann das Looten richtig gut losgehen. Dachgepäckträger. Bin wieder richtig guter Dinge, richtig gut gelaunt. All die Abstürze und Crashs vergessen. Ah, da vorne kommt Schlamm. Ja, da schließt das Fenster ehrlich gesagt lieber ein bisschen. Na, wir öffnen gleich die ganze Tür. Wie wird das? Ich habe keinen Alkohol an Bord. Ich bin gerade ein bisschen skeptisch. Ob das so stimmt. Ich meine, es regnet ja nicht. Es ist jetzt trotzdem Dreck, der hochspritzt. Die Scheibe nicht säubern, bevor sie nicht dreckig ist. Da rechts! Jawohl, Kisten. Kistenweise Sammelglück. So, wir nehmen die jetzt einfach ungesehen mit. Ist die Überraschung umso toller. Ja, schwupp. So. Ach, guck mal, das sieht doch wirklich nach Reisen aus. Schön. Es gibt zwei weitere Reifenslots. Es wäre vielleicht wirklich eine Überlegung, dass wir uns irgendwann mal Offroad-Reifen holen und die dann umziehen, wenn wir halt die Straße verlassen. Oh, Kundschaft. Ich bin der Paketmann. Möchte das da draufstellen? Geht das nicht? Okay, dann werden wir jetzt gucken, was in den Kisten drin ist. Denn es wird bestimmt irgendwo was Kleines drin sein. Dann können wir die großen Kisten vielleicht oben drauf kriegen. Und sonst packen wir die Würstchen auch in den Kofferraum rein. Ja, wir packen erstmal die Würstchen in den Kofferraum und gucken, wie es dann passt. So. Stellen wir hier an den Straßenrand. Irgendwer kann die bestimmt gebrauchen. So, und dann öffnen wir das. Und wir haben... eine Buddel Wein. 86 Mark 10. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt angelangt. Das bedeutet, das Spiel wird gleich abstürzen. Denn ich habe was wirklich Wertvolles gefunden. Ich mag das Spiel nicht so. Wir werden sehen. Wir werden jetzt aber öfters mal bei Leica gucken, was es an Zubehör gibt. Das ist ja scheinbar variiert. Und ich möchte den Wagen auch endlich mal lackieren. Das hat er sich mittlerweile wirklich verdient. Das hat er sich schon mehr als verdient. Und die Sache mit den Offroad-Reifen ist wirklich eine Überlegung wert, weil ich dann nur Vermutung habe, dass die Räder nicht so schnell kaputt gehen. Und ich glaube, dieses abseits der Straße fahren ist nicht so das Beste für die Straßenreifen. Was ist das denn? Achso, das ist wieder der Zug. Bei dem Zug sind wir letztes Mal einfach vorbeigefahren. Ich möchte diesmal gerne anhalten. Da, hier liegt zum Beispiel schon mal was rum. Schwupp. Da, für die Zugfans unter euch. Ja, schön. Finger ins Zündschloss und weiter. Zivilisation wäre langsam super, sonst fangen wir wieder an, den Innenraum voll zu müllen. Allerdings habe ich langsam wirklich das Gefühl, dass wir das Spiel verstanden haben. Und auch rausgefunden. Wow! Wie man es austricksen kann. Was ist denn hier los? Oh, da hinten steht. Nee, das ist ein Pfosten. Hier geht's nicht weiter. Gab es eine alternative Strecke oder muss ich jetzt zurückfahren? Da ist eine Brücke. Oh. Oh, das könnte interessant sein. Müssen wir jetzt tatsächlich über die Eisenbahnbrücke fahren, damit es weitergeht? Ist das möglich? Ist das gut für die Räder? Ja, der läuft wie auf Schienen.
Ich hoffe, der Zug da hinten fährt nicht gleich los. Also es muss ja ein Weg sein, ansonsten gäbe es diese Möglichkeit nicht hier lang zu fahren. Das Spiel ist ja in der Hinsicht ein bisschen eingeschränkt, dass es wirklich nur die möglichen Optionen einbietet. Alles andere auch nicht sinnvoll ist. Wow, 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 wow. Ist das eine Straße? Ich nehme die Straße. Da vorne endet das sowieso. Ah, rechts ist eine Tankstelle. Da werden wir doch mal eben hinfahren. Gute Frau. Jawohl. Das bedeutet wirklich, das eine wären 850 Mark gewesen. Oh Gott. Mhm. Stoff. Und Medizin. Und Mehl. Ne, Kaffee. 1, 2, 3, 4, 5. Das war's. Ja. So, erstmal die Wurst. Ihr habt hier zu wenig Fleisch, also hier. Oh ja, 19,50. Moment. Okay, da haben wir uns verrechnet. Wir haben tatsächlich mehr dafür bezahlt, als wir jetzt gerade wieder kriegen. 40 Pfennige pro Stoff ist jetzt auch nicht so das dicke Geld. Aber es summiert sich nun mal. Was kriegen wir für den Kaffee? Mark 40. Das ist jetzt nicht so der große Gewinn hier. Geben Sie mir das schon mal. Hier ist noch Medizin. Gibt dir wenigstens Geld. Oh ja. 9,60 Mark das Stück. Okay. Ich habe schon wieder 250. Wir werden definitiv Werkzeug brauchen. Jetzt kommt der große Schrauberspaß. Ich weiß nicht, wieso ich die Räder nicht sauber kriege und hinten links das Rad festsitzt, aber naja, das Wichtigste haben wir erledigt. Und wir können erstmal weiterfahren. Wieso qualmt der Motor jetzt? Ich habe gerade alles repariert. Oh, hallo! Oh Gott, jetzt ist wieder lustig. Da vorne ist ein Schlachtauto. Schub, 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 schub. Ich bin nicht so bewandert im Dachgepäckträger bepacken. Ihr seht's gerade. Ich brauchte schon ein paar Versuche für die Tür, lassen wir direkt auf. Ich meine, wir halten da vorne ja gleich wieder. Hup. Aber auf. Vielleicht lohnt es sich ja. Oh, ein komplett heiles Ersatzrad. Blaue Farbe. Ist aber leer. Das Ersatzrad passt hier noch bei. Falls ich es hinkriege. So. True. Vergaser. -3 auf Kilometer pro Liter. Also ist unglaublich schlecht, wenn ich das richtig lese. Ist der da noch drauf? Nee. Aber der Vergaser passt da sowieso nicht drauf. Ich glaube, das Spiel ist gerade ein bisschen verwirrt wegen des Vergasers. So und so. Den nehmen wir jetzt auf die gute alte Art wieder mit. Bam! Bam! So. Ach, komm rein, Süße. Ach, nicht aussteigen. So. Zack. Ist ja eigentlich was wert? Ja, 3. Oh, enge Kurve, müssen wir aufpassen, wir wollen nicht direkt unser Auto wieder kaputt fahren. Nicht kaputt fahren, wieso? Wieso lenkt er nicht einfach ein bisschen mehr? Man weiß, dass er mehr lenken kann, denn wenn er langsamer fährt, lenkt er ja mehr. Aber er sträubt sich da so ein bisschen gegen. So, das ist eine etwas größere Kiste. Das bedeutet, wir nehmen mal die kleine hier runter, damit die da drauf passt.
Schupp. Und schwupp. Und gucken hier rein. Vielleicht können wir das im Kofferraum unterbringen. Und, tada, es sind Light-Zigaretten. Scheinbar was wert. Sehr schön. Okay, hier gibt's wieder eine Abzweigung zu einem Haus. Das ist neu, oder? Was ist das? Das ist offen. Da will ich mal reinschauen. Sieht aus wie ein Verlade. Wie eine Verladerampe hier. Was auch immer es ist, hier liegt eine Kiste. Und hier auch. Ach, es ist ein Bahnhof. Ist ja schön. Ein verträumter Bahnhof, wo da einfach mal die Gleise enden. Tada! Würstchen! Nee, doch. Ist angeblich sogar tatsächlich was wert. Kann man hoffentlich ordentlich stapeln, denn hier sind jede Menge Würstchen drin. Oh ja, reich durch Würstchen. Okay, jetzt ist die Karre voll. Würstchenwurf! Olympische Würstchenwurf-Weltmeister. Karton nehmen wir einfach so komplett mit rein. Wurst, Wurst, Wurst. Auf dem Beifahrersitz haben wir was zu knabbern. Der Karton nehmen wir auch. Ah, der steht uns mit dem Gesicht. Okay, dann halten wir den fest. Und dann fahren wir jetzt nach links weiter. Ja, wir kamen ja von rechts. Ich habe Angst, dass ich hier ganz direkt zurückfahre. Weil ich mich dann mal einfach mal vertue, in welche Richtung ich vorher gefahren bin. Oh, die Würstchen. Das Fenster ist offen. Wir fahren die Würstchen aus dem Auto und ich fahre gegen die Wand. Großartig. Jetzt wissen wir wenigstens, was drin ist. Wo sind die Würstchen? Ich finde die Würstchen nicht. Da sind die Würstchen. So, eine Packung Würstchen habe ich wieder gefunden. Wo habe ich denn die jetzt? Da ist uns tatsächlich die Wurst aus dem Fenster gefallen. Ne, da liegt was. Im Tarot. Okay. Es verschwindet im Tarot, die Wurst. Gut, das Auto hatte Hunger, hat sich eine Wurst geschnappt. Ist ein gutes Recht. Ich dachte, es läuft auf Benzin. Es läuft offenbar auch auf Wurst. Moment, sind wir im Kreis gefahren? Hier wird doch nicht zweimal der gleiche... Zweimal... Also, jetzt bin ich ganz nervös. Huch! Gut, dann müssen wir... da ist die Wurst. Also wenn es hier wirklich nur im Kreis... Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dann fahren wir mal zurück. Nee, ich glaube da nicht dran. Ich fahre nochmal... Ich stelle noch einen Versuch an. Aua, 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 aua. Das ist wirklich nicht gut fürs Auto, was ich gerade veranstalte. Ich stelle noch einen Versuch an, da lang zu fahren, bevor ich wirklich endgültig umdrehe. Jetzt fahre ich durch meinen eigenen Qualm, das ist natürlich sehr fies. Wow! Nein, nicht öffnen! Fliegt das Zeug hier durch die Gegend? Ach, so rutscht es zurück und so rutscht es vor. Oh Gott. Ich weiß nicht was, ich öffne das jetzt. Okay. Dann zerlegt es sich und ich sehe zumindest ein bisschen was. Ah! Das liegt jetzt in der Gegend rum. Da hinten. Auf der Straße. Oh Gott. Das ist irgendwo hier im Qualm. Das ist natürlich toll. Ah, da. Die Medizin ist tatsächlich was wert. 9,60 Mark das Stück. Ich bin allerdings nicht sicher, ob das so klappt mit der Medizin. Schön! 2 von 3 durch den Boden gefallen. 2 von 3! Das ist Glücksmaschine hier, Glücksspiel. Manchmal muss man einfach sagen, okay, und weiterfahren. Okay, es gab offenbar doch 2 dieser Bahnhöfe. Oh. Ich will Stress also einfach alles sparen können. Gut, ein Autoshop wäre toll. So, wir haben wieder einiges dabei.
Wenn auch nicht so viel, wie wir eigentlich dabei haben wollten. Tatütata, die Wurst ist da. Bitteschön. Okay. 138 Mark. Und die Werkzeugkoffer? Oh ja. So. Jetzt kann es losgehen. Tada! Zigaretten. Oh, die sind auch gut was wert. Das matscht immer so. Ach, nur wenn ich mein Portemonnaie in die Hand nehme. Richtig, unser Portemonnaie ist aus. Weiß ich nicht. Irgendwas Weichem. Schon das Weingummi. Deswegen ist es auch mal leer, weil ich das immer aufesse, weil es so lecker aussieht. 111 Mark. Die Zigaretten, sehr, sehr schön. Ja. Hier Wohlstand und so, ne? Jetzt geht's los hier. Was ist das? Kaffee. War nicht so viel wert. Am Morgen nach den 3 Flaschen Wein. Bestimmt nicht schlecht. Ich tanke erstmal und Sie machen sich einen schönen Abend mit dem ganzen Zeug, ne? Damit verabschiede ich mich jetzt auch erstmal für die Folge. Die ist schon lang genug. Es war ein großes Vergnügen. 680, mein Portemonnaie kann es gar nicht fassen. Die 6 flackert. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Nein, morgen. Nächste Woche. Bis dann. Ciao.